Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier die Demo von Pioneers of Pagonia. Die kann sich jeder bei Steam auch installieren oder via Steam, nicht bei Steam, ne, auf seinem Rechner. Ich will die mir angucken. Das ist von dem Original-Creator From the Settlers, also Volker Wirtig, der hat ja die Siedler erfunden, wenn man so will. Und der ist dann wohl im Unfrieden weggegangen, als das neue Siedler gemacht wurde, was vielleicht auch dazu führte, dass es nicht so gut ankam. Dieses Spiel hier, Pioneers of Pagonia, ist auch auf Deutsch und es ist so, dass es am 13.12.2023 auch erscheinen soll. Also so kurz vor Weihnachten noch ein Leckerli, ne? So. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe wie immer die Musik ausgemacht. Man kann hier nur einen Teil einnehmen. Man kann natürlich nicht alles machen hier in dieser Demo. Aber ich will mal gucken. Karte, also ergiebige Wald, feuchtes Grasland. Und da hast du sogar drei Optionen. Nehmen wir mal das erste hier. Karte, ergiebiger Wald, leicht ja, es passiert was. Unten links sehen wir Blumen auf fruchtbaren Bodenpflanzen. Das heißt, ihr könnt das nicht sehen. Da steht die Operatio Tutorials vor. Aber das macht ja nichts. Er ist jedenfalls, so wie es aussieht, am Laden. So ein kleiner Balken bewegt sich auch. Ab und zu dreht sich rechts mal was. Ja, das dauert ein bisschen. Ich habe das Ganze jetzt nicht auf eine SSD installiert, sondern auf eine normale Festplatte. Denn wer hat schon die Kohle, alle solche Sachen sich so anzuschaffen? Im Moment steigen leider auch die Preise für die SSDs wieder. Aber das gibt sich auch irgendwann. Ja, ich warte jetzt eigentlich schon auf die 8 TB SSDs, damit die 4 TB SSDs billiger werden. So, Spieleentwicklung präsentiert nicht die finale Qualität des Spiels. Also es können hier auch Fehler auftreten. Es kann später noch ganz anders aussehen. Und. Ne? So. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Kamerasteuerung. Jetzt passiert was hier. Ach, wir haben hier WASD. Ich nehme mal eben meinen Controller in die Hand und guck mal, ob der macht auch was hier. So, also. Da. Gut, aber da steht ja WASD. Ne? So, WASD. Zoomen. Mittlere Maustaste und Karte drehen und kippen ist auch mittlere Maustaste. Kann man dann noch so und so. Mehr geht nicht, ne? Also so eine schräge Draufsicht. So, dann wollen wir das mal bestätigen. Ich hoffe, er gräbt jetzt und guckt nach, ob er mir noch was erklären kann. Was haben wir hier oben? Aha, hier haben wir aber auch nirgendwo die Möglichkeit zu sagen, hier, ich will jetzt das Tutorial haben. Dann gucken wir mal hier. Sprache, Systemsprache, da kann man wahrscheinlich auch Deutsch einstellen, brauche ich ja jetzt nicht. Zoom, bla bla bla. Das können wir auch machen. Tooltip-Hinweise, ja, Autosave. Alle 2 Minuten, Tastenbelegung. Ach Gott, oh Gott, ja. Das ist wieder das, was man sich auf Anhieb merken kann. Und da gibt es noch gar nichts. Non, non, non. Snapping. Rechts herum, links herum. Also E und Q. Oder Q und E ist besser. Neben dem W, links und rechts. Die beiden. Ne? Rechts herum. Okay, da gibt es auch noch den X-Button 1 und 2. Da könnten sie aber schon schreiben, das ist für den Controller, glaube ich, aber ich weiß es nicht genau. So, und Video habe ich so eingestellt. Upscale Video. Ich habe jetzt erstmal gar nichts weiter hier gemacht, nur Fenstervollbild war wichtig und da musste ich mein OBS Studio auch drauf einstellen und dann hat er das genommen. Ne? So, zurück zum Spiel. So, wir sollen jetzt Entdeckerposten bauen, Wachtürme bauen, Holzfällerhütte, Steinbruch, Sägewerk, Steinmetze und. So, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir auch ein paar Leute finden. Aha, hier. Das hier, das kennen wir schon aus den Siedlerspielen. Das ist die Grenze.
die Grenze nach links. Also müssen wir jetzt hier rechts rüber und die andere Seite finden. Da. Ne, da haben wir die andere Grenze. So, jetzt wollen wir Bäume. Wollen wir eben gucken, was haben wir hier? Erkundung, Holz und Stein. Holzfällerhütte. Das machen wir doch mal. Oh, warte mal. Hier. Hier. Und das mal so rumdrehen. Der fängt immer. Reicht der Kreis jetzt dahin, wo er hin soll, oder muss da die Straße ran? Das weiß ich auch nicht. Nehmen wir an, da muss die Straße ran. Ich baue das Ding mal hier rein. So, ich hoffe, da wird jetzt auch was gebaut. Holzfäller, Steinbruch. Holz und Stein, also muss hier auch ein Steinbruch. Sägewerk, das kommt später. Steinbruch. Hier ist doch, hier sind Steine, ne? Gehen wir trotzdem mal ein bisschen runter hier, gucken. Tja, dann müssten wir hier wahrscheinlich erstmal. Der dreht sich gar nicht. Jetzt hat er sich gedreht. Und dann baue ich den hier mal hin. Da hinten laufen schon welche. Seht ihr die? Da oben? Gut, die kommen vom Schiff. Alles klaro. Wegewerk. Klar, das ist auch hier gewesen. Warte mal, ich mache erstmal rechte Maustaste, dann ist das weg. Und dann war hier das Sägewerk. Da würde ich aber sagen, das machen wir hier auch noch dicht dran. Dass wir das hier gemeinsam an die Straße packen können, deswegen, ne? Aber da können wir auch ein bisschen Platz lassen. Und dann mache ich das erstmal so. Und Steinmetze bauen. Das dürfte dann hier. Steinmetz, den bauen wir hier mal hin. Drehen den mal ein bisschen. Ich will den mal dahin machen. So. Jetzt will ich aber Wege bauen. Pfad. Abreißen. So. Weg. Denn ich weiß nicht, ob ich jetzt von da hinten den. Ja, wahrscheinlich muss ich von hier den Weg machen. Machen wir mal hier. So. Nochmal klicken und dahin. Und dahin und dahin und von da dahin. So, jetzt habe ich halt, ich will da raus. Hallo. Was macht denn der jetzt? Ach so, damit habe ich den. Aha, man muss den letzten Wegpunkt nochmal anklicken, ne? Dann ist es bestätigt und jetzt sind sie hier auch schon am Machen. Ne? Entdeckerposten und Wachtürme. Und ich soll Steinmetze, 2 Stück. Oh, warte mal, dann können wir da ja noch einen. Dann können wir da ja noch einen bauen. Oh, den mal ein bisschen drehen hier. Und dann noch mal eben hier. So, damit haben wir die Pfade schon mal gemacht. So, jetzt können wir in Ruhe abwarten, ob denn auch was passiert. So, Entdeckerposten, Entdeckerposten. Dann wollen wir mal gucken. Ne, da wäre wahrscheinlich nicht gut. Hier denke ich mal irgendwo hier. Hier würde ich so ein Ding bauen. Oder da, ne? Was ist da denn? Da sieht man auch nichts.
Vielleicht erstmal hier irgendwo. Deckerposten. Dann gucken wir mal. Wachturm und Entdeckerposten. Ja. Ich wüsste, was diese Dinger hier bedeuten. Aber den bauen wir am besten hier ganz dran. Ein bisschen drehen. Andersrum. So, und dann. So, die müssen alle verbunden sein, wenn ich das richtig weiß, ne? So, und dann wollen wir noch einen Wachposten. Ne? War schon richtig. Wachturm. Da will dann ja wohl auch da gar nicht so verkehrt. Hier drin. Nee, dann geht er nicht. Dann machen wir den da rein. Zack. Und ein Weg. Ja, also das ist im Prinzip wie bei den alten Siedlern, dass man baut und ihr seht da, da braucht man noch nicht mal ein Tutorial für. So, jetzt was haben wir denn hier? Hier oben haben wir jetzt die Holzfällerhütte schon mal fertig. So, 2 von 2 sind angeschoben. Forsthütte haben wir noch nicht. Also wir sollen das Ganze auch wieder aufforsten. So wie es aussieht. Dann wollen wir mal gucken hier. Forsthaus, ne? Ich denke mal, das ist das, oder? Also ein Forsthaus, das bauen wir. Hier seht ihr auch den Kreis, ne? Was das alles abdeckt. Also das reicht so. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ne, andersrum. Da wollte ich so das Forsthaus hin haben. Und dann wollen wir da den Weg auch noch haben, ne? So, einmal von hier nach dort. So. Steinbruch 2, 1. Steinmetze auch 2. Ah. Ja, dann. Den können wir ja dann gleich auf der anderen Seite machen von dem, oder? Hoffe ich. Ne, der wird nicht grün, ne? Da hinten ist er zu weit weg. Und hier. Vielleicht können wir den hier noch ein bisschen reinschmuggeln. Am genialsten wäre es natürlich da, aber das geht jetzt nicht wirklich. Nee, geht auch nicht. Kann ich nicht aktivieren da. Hm. War da vorher, stand da auch schon 2? Na, dann müssen wir den hier hinten eben machen, was soll's. Brauchen wir einen Weg dahin, ne? Dann machen wir den denn am besten, den Weg da. Wie weit kriege ich den denn dahin? Dahin. Okay, dann. Nee, na, geht nicht. Nicht gehen. So. Dann
Wie haue ich das wieder weg? Dann lösche ich so ein Haus. Klicke ich da mal drauf. Planierer auf dem Weg. Ich will das aber weg haben. Ach, hier ist ja was. Status. Bau abbrechen. Zack. Gut, das haben wir auch gefunden. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Also, so muss eigentlich ein Spiel auch sein. Intuitiv bedienbar. Da muss ich sagen, da hat der Wertig das wohl ganz gut drauf. Aber ganz so schlecht fand ich das andere auch nicht, die Siedler, aber es weicht eben sehr ab von dem, was jetzt hier zu sehen ist. Und das ist doch hier das alte Wuselgefühl, das wir hier haben und brauchen, Leute. Ne? So. Aber wir müssen immer noch eine Jagdhütte? Dann ja mal mehr. Wachtürme, 2 Stück. Wird das nicht durch die Wachtürme dann erweitert, das Gebiet? Wollen wir mal gucken. Also so ganz ohne Erklärung ist es natürlich nicht schön, aber wir gucken uns das mal an hier. Bevölkerung, Unterkünfte haben wir nicht genug. Bewohner, Bauwesen, Handwerker, Handelnde, Militär, Holz, Eier. Das ist Stein sein hier. Und das ist Bergbau. Also da können wir auch noch wieder in die Tiefe gehen, um Ressourcen auszubuddeln. Wertsachen, Naturprodukte, tierische Ursprung, also Nahrung müssen wir auch noch für sorgen. Da kommt einiges zusammen. Ja, ich habe gedacht, wenn das Ding fertig ist hier, nimmt Land ein. Ja, da ist es auch. Guck mal, da hat er jetzt ein bisschen Land eingenommen. Naja, ich hätte gedacht, das wird ein bisschen mehr, aber das wird vielleicht noch mehr. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier nochmal Land ein. Wir sollen ja noch einen zweiten bauen. Noch einen zweiten Wachturm. Erkundung und Expansion. Zweiter Wachturm. Das wäre schön, wenn hier auch angezeigt wird, was er nachher alles hier frei macht. Ne? Das heißt, man sieht ja schon was hier jetzt ist. Und da sind dann wahrscheinlich die Möglichkeiten, dass wir Bergwerke bauen können. Ja, mal gucken. Tja, wo bauen wir den denn jetzt? Bauen wir den einfach mal dahin. So. Dann müssen wir den Weg wieder verbinden. Einmal von hier nach. Geht das von da nach da? Ne, geht nicht. Da müssen wir hier so einen Zwischenstopp machen. Fertig. So, dann wird der jetzt auch gleich noch Land einnehmen. Wir hätten hier natürlich auch noch einbauen können, aber die brauchen jetzt hier eine Zeit, ne? So wie das aussieht. Guck mal, die schieben jetzt das alles weiter raus. Siehst du, guck mal, das ist wieder ein Stückchen weiter. Ne? Und da auch wieder. Also das dauert einen Moment, bis denn da die Landnahme erfolgt ist. Und hier geht es auch schon mal weiter. Das ist ja ganz schön. Das nützt es aber noch nichts, wenn wir den Wald nicht ernten können hier. Soweit, so gut. Ne, die sind ja immer noch in Gange hier. Ja, wenn wir Glück haben, kommen wir noch in den Wald rein. Das wäre ganz schön. Und hier, gut, Wachtürme. Da haben wir jetzt Baustellencamp. Steinbruch und Brunnen. Ein Baustellencamp, in der du planst, mir Gebäude zu bauen. Sind Unterkünfte für die künftigen Baustellen. Das wäre ja dann schlau, wenn wir da hinten hier Wohnhäuser hinbauen und dann ein Baustellencamp. Ja,
Entweder da oder da, aber da sind mehr Berge, wenn wir schlechter bauen. Dann würde ich sagen, dann bauen wir hier so ein Baustellencamp. Hier können wir bauen und da. Wir sollen ja auch Wohnhäuser bauen. Also, da ist es. Also toll. Also mir gefällt das jetzt schon, rein von der Optik her, finde ich das schon mal sehr gelungen. Ne? Und ja, kann ich das da jetzt direkt anschließen oder nicht? Ich will das aber nicht da unbedingt haben. Hier wird mir das besser gefallen. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das geht. Das kann man so lassen. Das ist ja mit dem Weg verbunden. Sieht man ja optisch hier. Also alles Paletti-Spaghetti. Und so, dann sollen wir Steinbruch. Das können wir noch nicht. Brunnen. Brunnen, Sammlerhütte und Jagdhütte. Ein Brunnen. Dann bauen wir hier mal. Brunnen, mal gucken, wie groß der ist. Steinmühle, Steinmetz, Nahrung, Sammlerhütte, Jagdhütte, Gemüsefarm. Auch das ist schön. Auch schön, so optisch ist es sehr schön gelungen, finde ich schon mal. Ne? So, Brunnen, wie groß musst du denn sein? Kannst du hier rein? Sieht so aus, ne? Ja, dann will ich den da haben. Erstmal drehen. Nochmal drehen. Ja, genau, da wollte ich dich hinhaben. Zack. Und dann haben wir da schon mal einen Brunnen. Gut. Baustellencamp haben wir hier. Da haben wir den Brunnen. Und eine Sammlerhütte und eine Jagdhütte. Sammlerhütte. Himbeeren, Steinpilze oder Flachs. Da müssen wir da hinten bei dem Brunnen wahrscheinlich, denn die werden ja alle abgeholzt hier und von dem wieder aufgeforstet. Ne? Der kümmert sich um Bäume, das müsste hoffentlich schlicht um schlicht gehen. Was der hier fällt, was ist er denn jetzt da? Das pflanzt der wieder an. Hier sind ja schon so ein paar kleine zu sehen. Ne? Was hast du für einen Radius? Du hast 3 Radien sogar. Wow. Okay. Also das ist auch schön gemacht, ne? Hier ist wahrscheinlich der Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt hier klicke, ich mache das einfach mal. Ne, das hat nichts gebracht. Ich würde jetzt. So, dann will ich mal gucken. Hier. Fokuspunkt. Dann machen wir das mal hier mittendrin, wo der andere aufforstet und dann haben die jetzt einen neuen Fokuspunkt. Ne? Das sieht man jetzt. Ja, das ist doch wunderbar gemacht. Das verstehe ja sogar ich. Klasse. Also, gefällt mir gut. So, Baustellencamp haben wir. Steinbruch können wir noch nicht. Brunnen haben wir. Sammlerhütte. Jagdhütte. Jagdhütte würde ich da oben bauen wollen. Ich glaube, die können auch in anderes Gelände gehen. Hier, guck mal, hier sind auch die ganzen Pilze und so. Dann bauen wir hier so eine Sammlerhütte. Nahrung. Sammlerhütte. Da brauchen wir natürlich einen langen Weg. Ich will erst mal gucken, wo ist denn hier der Weg? Da. Dicht dran. Gut. So. Und den will ich jetzt nicht vergessen. Ist ja irgendwie schade, aber nützt ja nichts. So, den müssen wir haben, ne? Minimap, bewegen, Autofit. So. Was müssen wir noch haben? Eine Sammlerhütte haben wir. Eine Jagdhütte. Die können wir hier jetzt gleich anschließen, denke ich mal. Hallo.
Entweder auf der Seite, hat einen riesen Radius. Oder auf der anderen Seite. Na, willst du nicht? Nee, will er nicht. Also müssen wir den hier anschließen. Machen wir mal. Die Gegend, die lassen wir ja auch erstmal zufrieden. Räume fällen wir ja woanders. Und hier habe ich ja schon wild gesehen, also muss das hier auch gehen. So, hier können wir nachher auch noch Steine abbauen. Dazu müssen wir aber dann wieder so einen Turm bauen, damit wir hier weiter Land nehmen können. So. Und Steinbruch. Steinbruch habe ich da nicht. So, da war ich von abgekommen, glaube ich. Aber hier lohnt sich das auch nicht mehr, ne? Noch einen Steinbruch zu bauen. Was ist der Steinbruch? Und was ist das hier? Das ist der Steinmetz. Soll ich noch einen zweiten Steinbruch bauen? Also noch einen Steinbruch. So, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier einen bauen. Hier passiert ja jetzt gerade auch was. Das ist doch eigentlich ganz gut. Wenn wir hier einen Steinbruch bauen. So, und jetzt die Straße oder den Weg erstmal. Das ist ja nur so ein Weg. Okay. Dann haben wir zumindest hier schon mal die Steine mit im Fokus. Und haben das zweite Ding gebaut. Jetzt will er drei haben. Nee. Sägewerke, Holzfällerhütte. Also das wird hier immer mehr. Ne? Holzwerkstatt, die haben wir noch gar nicht gebaut. Dann will wir mal gucken. Ja. Das Bergbau, Verarbeitung, Weberei und Münzfällerei und Lederwerkstatt, aber das ist noch nicht das, was ich suche. Aha, hier ist die Holzwerkstatt. Und da werden dann auch die ersten Waffen gebaut, so wie es aussieht. Aber das ist ja ein Riesenteil, ne? Dann wäre das vielleicht ganz gut. Man baut das hier irgendwo in dieser Richtung mit hin. Der soll da hin, nee, andersrum. Ja, da kann der ran. Oder noch einen drehen. Passt nicht, ne? Dann ist er zu breit, also muss ich den da ran machen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass das nicht so geht, wie ich das will. War doch vorhin da wunderbar drin. Jo, das passt. So. Holzwerkstatt. Gemüsefarm, Farmland. 15 Impressionen machen. Wohnhäuser. Da machen wir erstmal drei Wohnhäuser jetzt. Hier würde ich mal sagen. Was haben wir hier denn noch? Lager. Und die Schatzkammer. Oh, oh, oh. Kleines Wohnhaus.
Warum drehst du dich nicht automatisch um hier? Genau, so wollte ich das haben. Und das geht ja auch, wie es aussieht. Und da drüben noch eins. Ja, das ist noch nicht so ganz ausgereift, aber wir haben hier eine Demo vor uns. Und da ist es wirklich, wirklich verzeihlich. Gildenhaus. Das erweitert sich dann immer weiter hier. Das Ziel ist Expansion. Da kann man auch nicht ändern. Da kann man nicht rein. Kann man reinklicken, aber es passiert nichts. So. Gemüsefarm, Nahrung. Das wollen wir erstmal gucken. Farmland. Ich gehe jetzt erstmal wieder so hin, dass ich weiß, wo ich vorhin war. Ja, so ungefähr. Ja. So, wo bauen wir denn jetzt unser Farmland hin? Wie weit sind wir hier denn eigentlich? Oh, hier haben wir ja richtig, richtig, richtig Land genommen. Das ist ja toll. Ne, das ist ja super. Dann wollen wir mal gucken. Farmland. Das müsste einem normalerweise anzeigen. Aha, Farmland benötigt nahe einer Farm. Also muss ich erstmal eine Farm machen. Deswegen steht die Gemüsefarm da auch vor. Die allerdings braucht eine Anbindung. So, dann können wir jetzt Farmland machen. Da sollen wir 15 Einheiten. Da können wir ja noch was bauen da hinten. Hier. Das soll das da oder? Nee. Ich mach das mal hier. Kommt jetzt so ein bisschen unerwartet. So, 15 Einheiten haben wir jetzt gemacht und einen Proviantmacher haben wir bauen. Da ist er. Damit haben wir den auch gebaut. So. Konfiguration für Kategorie öffnen. Alle auswählen, die angezeigt werden sollen. Gut. Aber das kann man dann mal ausprobieren, wenn man am Spielen ist. Wir speichern jetzt zwischendurch mal. Dann haben wir das auch mal gesehen. Können wir nicht selber. Na gut, dann speichern. Und gut ist. Können wir nicht benamen, so wie es aussieht. Ja, dann kann man dem hier immer wieder folgen und immer weitermachen. Jetzt brauchen wir eine Taverne, dann brauchen wir Esstische und. Also, da kann man
wie gesagt, nicht viel falsch machen. Und wir sehen die hier auch laufen. Ne? Das ist das alte Siedlergefühl, wo bestimmt viele auch drauf gewartet haben. Und wie weit haben wir denn jetzt hier Land genommen? Hier geht's durch. Da ist Land. Das ist das Land, was wir genommen haben. Und da hinten ist ja noch schönes Land. Da müssen wir noch mehr haben. Ne? Da müssen wir ja eigentlich jetzt noch so gucken. Wo rum war ich denn? So rum war ich. Ne? So. Nicht ganz. So, hatten wir das. Dann wollen wir mal gucken. Hier ist die Grenze, die hier am Wasser endet. Da müssen wir eigentlich sehen, dass wir diese Sachen alle noch... Oh, hier sind noch wichtige Einnährsachen. Oh, also, ist ganz klar, Erkundung und Expansion, Wachturm. Wollen wir hier weiter mit den... Ah, ne, dann muss ja links, muss er ja auch alles nehmen, ne? Ich baue den hier einfach mal hin. Verbindung. Dann wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hier am schnellsten irgendwo rankommen. Da. Gut. Ja, wir müssen ja auch diesen Bereich hier oben mitnehmen. Deswegen habe ich den da links, weil sonst hätte ich den gerne hier irgendwo hingesetzt. So, dann gucken wir mal, was auf uns wartet hier. Da ist das Wasser, aber sehr schön. Ne? Also sehr schön gemacht. Also das ist ein Spiel, das werde ich mir wohl auch zulegen. Obwohl ich habe ja eine Grenze. Ne? 20 Euro mehr will ich nicht bezahlen für ein Spiel. Und naja, wir haben ja jetzt die Demo gesehen. Von daher ist das ja schon mal sehr schön. Ich kann nur sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, ladet euch einfach von Steam die Demo runter und spielt das selber mal. Ne? Ist also auch ohne Tutorial gut verständlich. Für mich jedenfalls. Und das ist dann auch für jeden anderen der Fall, ne? So. Und hier oben könnt ihr mal sehen, was ihr noch braucht. Eine Militärakademie. Ich glaube, die nimmt denn noch ganz viel Land ein. Ja, ich will mal gucken. Müssen wir irgendwo noch ganz viel Land einnehmen? Hier ist etwas. Da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Hier, da ist der Nebel des Krieges. Würde ich mal sagen, hier eine Militärakademie einbauen. Wo ist denn hier? Da ist Militär. Gildenhaus, Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt, Waffenschmiede, Rüstung, Kunstschmiede, Militärakademie. Bildet und stattet militärische Einheiten. Ja, da steht jetzt von Landnahme, ne? Hm. Dann wollen wir die nicht da ganz weit vom Fluss bauen. Wo brauchen wir denn Militär, wenn wir angegriffen werden? Hier, ne? Also, drehen wir das Ganze mal um. Gucken mal, ob wir hier nicht das Ding anschließen können. Geht. Gut. Ne? Guck mal, hier sind sie im Gange, hier bauen sie Stein ab. Wunderbar. Ne? Sehr schön. Und wer Bock hat, der kann denen auch zugucken, ne? Ja, da sind alle Hauptfarben vertreten, wie sich das heute so gehört. Ne? Das geht ja gar nicht, nur weiße. So, und ja, dann haben wir den haben wir jetzt hier. Der ist fast fertig, oder? Mal gucken. Da wird gebaut, das ist schön gemacht. Ne? 83%. Was wollen wir mehr? Das klappt doch hervorragend. So. Wie sieht denn das aus? Sammlerhütte, Output-Stapel voll. Jagdhütte, da müssen wir so eine, wie ist das Ding hier? Warte mal, hier. Lagerung, so eine Lagerhütte. Lager. Dann bauen wir uns mal ein schickes Lager irgendwo hier. Kannst du dich nicht drehen und da einfach zwischenpassen, sag mal? Da hätte ich dich gerne hingehabt. Mist. Ist also hier? Ja, das könnte gehen. Da passt er gut. Zack.
Kleines Lagerbaum. Ja, da sind die Wege auch nicht so weit von hier. Untergrund wird vorbereitet. Das ist schön gemacht. Das Pionier auf dem Weg. Planiere auf dem Weg. So, denn wenn man hier drauf klickt, kann man auch noch sagen, wie viel da rein sollen und so, denke ich mal, ne? Ja, können auf Patrouille gehen oder die Grenzen erweitern. Aber ja. Gebäude abreißen ist da unten. Und was haben wir hier? Ah ja, da kannst du es deaktivieren, wenn du es nicht mehr brauchst. Wenn du jetzt noch weiter rausgehst, dann brauchst du es ja nicht mehr. Dann kannst du das abreißen oder lässt es stehen. Falls du irgendwie teilweise erobert wärst, dann kannst du es wieder bemannen. Dann braucht das nicht neu gebaut werden. Ah ja, Priorität. So, Wachturm. Der Wachturm ist fertig. Ah, das ist ja schon mal sehr schön. Dann gucken wir uns hier mal an, was die hier machen, die Jungs. Da sind sie, ne, hier. Wenn sie damit fertig sind, dann geht das hier weiter rum. Da ist auch noch einer. Den gucken wir auch noch mal zu. Hier können wir besser beurteilen. Aha, und das ist die Grenze für den Wachturm hier, die wir hier sehen. Das war vorher aber nicht angezeigt worden, aber egal. Also bis dahin wird die Grenze jetzt erweitert. Gucken wir mal, wie weit das links geht hier. Ah ja, bis zu dem hier, das ist ja schon mal ganz gut. Ne? Und hier ist dann noch eine zweite Linie. Oh, das wäre natürlich heavy hier. Das ist vielleicht die Linie, an der der Nebel zurückweicht. Ne, das könnte ja durchaus sein. So, dann sind wir wieder in unserem schönen Dörfchen. Was macht er jetzt hier? Erweitern. Das ist wahrscheinlich das Symbol dafür, ne? Diese Rauchschwaden. Na, das ist doch schon mal was. Nun wissen wir auch, wie wir das erweitern. So, was haben wir hier? Das ist so die Blickrichtung wohl, oder was? Ich weiß es nicht. Ach nee, das ist hier. Da, da, da. Das ist der Kreis, der von dem wohl bearbeitet wird. Wie auch immer. Die bringen diese blauen Dinger dahin. Hier, diese hier. Klasse. Ja. Ja, denn so, was müssen wir noch? Militärakademie, besetzte Wachtürme. Wachturm bauen haben wir. Besetzte Steinmetz. Brunnen, Taverne. Esstische, Gildenhaus. Eine Taverne, die können wir noch bauen. Da ist die Taverne. Die müsste ja richtig Platz haben hier. Da. Oh, nee, ne? So eine kleine Lücke, die passt nicht. Oh, hier passt er. Na, dann bauen wir sie dahin. Und gut, so. Aber da muss man dann darauf achten, dass man immer so im rechten Winkel alles macht. Sonst hat man zu viel verschenkt, so wie es aussieht. So, Taverne, Gildenhaus. Habe ich das nicht schon gebaut? Ach, das ist der Esstisch, den man. Esstische, die baut man hier dran. Oder da dran.
So, haben wir auch die Esstische gebaut. Hier sind sie schon am Pflanzen, Farmland, alles wunderbar. Also das ist doch schön gemacht. Da gibt es ja wirklich keinen Meckern im Moment drüber. Und man muss es sehen, wenn das Spiel fertig ist. Ein paar Macken sind ja noch, dass sich das hier nicht so automatisch ausrichtet, wenn man das woanders hin tut. Oder wenn man das anders gedreht haben will. Aber das sind Kleinigkeiten, dadurch im Prinzip geht ja alles, was man machen will. Und darauf kommt es ja auch erstmal an. Ja, und man kann also hier machen und tun. Gildenhaus. Ah, die können die machen die Bauarbeiter und die. Wo bin ich denn hier? Da muss ich hier Ausrüstung und Ausbildung. Gildenhaus. Und da hätte sie noch wirklich reinpacken können. Oh Mann, du Millimeter wieder. Hier passt das gut. Ne, dann kann ich das auch nochmal machen. So, was haben wir denn hier oben jetzt? Wir haben hier. Aha, das sieht man auch, wie viel davon immer reserviert sind. Das ist ja auch schön. Steine, aha. Grindstein. Bergstein. Super. Kupfer. Kohle, Eisen. Wir haben ja gar keine Schmelze, ne? Also je schneller man das alles baut, umso schneller läuft das ganze Spiel wahrscheinlich auch, weil ja alles schneller zur Verfügung steht. Taverne, Esstische, Gildenhaus. Ja, lassen wir das erstmal so laufen. Und gucken mal, wie wir hier noch erweitern können. Da ist die Grenze. Da müssen wir eigentlich hier mal so einen Weg durchmachen. Ein paar Bäume fällen, ne? So würde ich mal sagen. Sägewerk, Holzfällerhütte, da können wir noch was bauen. Da würde ich mal sagen. Würde ich hier gerne eine Holzfällerhütte hinstellen. Da oben ist die Frage, ob man da hinkommt, ne? Aber da können wir ja den Fokus auch verändern. Dann machen wir da erstmal eine Holzfällerhütte draus. Oben. Die bauen wir hier erstmal hin irgendwo. Mitten in die Walachei. Und dann verändern wir den Fokus. Dann können wir auch hier gleich ran. So, hier ist der Fokuspunkt. Den setzen wir mal ein bisschen weiter hoch hier. Den brauche ich mal hier hin. Der nicht uns hier alles weghaut, wo wir die ganzen Jäger eingesetzt haben. Ne? Und dann kriegen wir hier vielleicht auch so nach und nach den Pfad da hoch. Wir müssen ja auch sehen, dass wir irgendwann mal Wege bauen können hier oben hin. Ne, das ist ja ganz wichtig, dass wir da auch hinkommen. Wenn wir hier sind, ist schon alles frei. Dann gucken wir mal hier. Da ist er noch am Abbauen. Hier ist irgendwo die Grenze. Da müssen wir sehen, dass wir hier oben auch noch einen Wachturm einsetzen. Die sind hier noch am Bauen, ne? Warten wir erstmal ab, bis sie fertig sind. Die sind fertig.
schön hier. Alles Land, was wir jetzt auch schon haben. Ja, also unterm Strich muss ich sagen, gefällt mir gut. Und es wird sicherlich noch ein paar Mankerl geben, wenn das Spiel fertig ist, die verbessert sind gegenüber dem, was wir hier in der Demo sind. Aber die Demo ist schon ganz prima, finde ich so. Ne? Ich speichere das nochmal ab. Zack. Machen wir Slot 2 und wurscht, speichern. Ne? Fertig. So, dann gehen wir mal zum Hauptmenü zurück. Ja, ich habe ja gespeichert, also kann ich das ruhig machen. So sieht das Hauptmenü aus von Pioneers of Pagonia. Das Ganze ist wunderbar schon übersetzt auf Deutsch. Gut, das ist ja eigentlich auch kein Wunder. Wie auch immer, ich danke fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir. Natürlich noch mehr über ein Abo. Und wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin viel Spaß beim selber Spielen. Tschüss.